Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. In der letzten Episode haben wir den Doppelgänger des Herzogs ausfindig gemacht und mit ihm einen finsteren Plan geschmiedet, denn wir wollen den Doppelgänger durch den Herzog durch seinen Doppelgänger ersetzen, so, und alle davon überzeugen, dass der echte Herzog irre geworden ist und sich für den echten Herzog hält, der er ist. Ja, und so wollen wir ihn in die Klapse stecken und seinen Doppelgänger zum echten Herzog machen. Okay, hier sollen wir den echten Herzog ablegen, im Bett. Und der Doppelgänger kümmert sich dann um den Rest. So ist der Plan. Ich will mich aber hier noch ein bisschen umschauen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Okay, dann glaube ich, gibt's... Hier war der Balkon. Den kann ich eigentlich auch mal aufmachen. Habe ich schon, okay. Da bin ich ja schon gewesen. Dann werde ich mal hier durch die Türen gehen. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Ist hier noch eine Wache? Wer pfeift hier so? Ich habe auch immer noch nicht viele Gemälde gefunden, ne? Wertvolle Gemälde, die man mitnehmen kann. Herum. Bei meinem Glück vielleicht ein Verrückter, ein Mörder oder ein Dieb. Wieso kann ich die Truhe nicht öffnen? Ist die verschlossen? Wartet mal, der falsche Herzog hat... Der falsche Herzog hatte doch einen Schlüssel bei sich. Kann ich dem... ihn klauen? Ja, seht ihr, der hat nämlich einen Schlüssel. Der ist bestimmt für die Truhe, oder? Auch ein bisschen blöd, dass ich ihm meinem Verbündeten den Schlüssel klauen muss. Eigentlich ein bisschen unrealistisch. Naja. Ist überhaupt irgendwas drin, was ich mitnehmen kann? Ja. Geld. So, ich habe gerade irgendwie die Wachen auf. Wow, okay. Ich wollte es gerade sagen, ich habe gerade eben die Wachen aufgescheucht, weil ich zu laut war. Da muss ich mal nach dem Rechten sehen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt Dreck gespeichert, bevor er mich entdeckt hat. Hm. Wohl doch nichts. So, wo ist er denn? Ah, okay, er geht wieder zurück. Das Hemd stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. So. Habe ich den schön hochgelockt. Okay, meint ihr, das ist ein bisschen auffällig, wenn ich den die Wache auch noch aufs Bett lege? Könnte man dann vermuten, dass es hier einen Putsch gab? Wer weiß, was der Herzog so treibt mit den Wachen in seiner Freizeit. Hört ihr? Er hat schon die ersten Gelüste. Okay, gehe ich mal hier runter. Hier bin ich jetzt natürlich noch nicht gewesen. Muss ich jetzt schwer aufpassen, dass ich hier nicht in irgendwelche Wachen reinlaufe. Okay, hier haben wir zwei weitere Räume. Herzog Abeles Büro. Genau, hier will ich ja hin. Denn... Was ist hier los? Was? Oh Gott, hier sind... Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen. Da stand eine Maschine in der Ecke? Oder wurde die jetzt nur aktiviert, weil die Wache Alarm geschlagen hat? Okay, in das Büro... Denn in dem Büro soll ja noch die Safe-Kombination sein für den Safe. Für das Aufseherbüro. Moment mal, ich gehe erstmal in den anderen Raum. Der ist vielleicht nicht ganz so kompliziert. Ich kann nur ein Teil ertragen. Ich bin auch nur ein Mensch. Glauben Sie, es gibt mich zweimal? Die Leute heutzutage. Okay, da ist auch eine Bedienstete drin. Delilah Copperspoons. Gemächer. Okay. Ich. Soll ich helfen? Hä? Wo kommen denn die ganzen Wachen die ganze Zeit her?
sehe die gar nicht. Diese Nachtsicht ist so dämlich teilweise, dass sie irgendwie nur 5 Meter Reichweite hat. Das nervt. So extrem. Ich glaube, ich muss hier wieder ein bisschen Action machen mit... hier, ne? Mesmerisieren. Die Leute heutzutage. So, diesmal hat es auf jeden Fall besser geklappt. Du kommst mal hier schön in die Ecke. Ich wusste es, immer kommt derselbe. Ah, ihr Antlitz ist mein Lächeln. Das sieht irgendwie ziemlich spooky aus. Ach mein Gott, das nervt mich langsam. Was haben wir denn sonst noch? So, da hinten haben wir auf jeden Fall noch eine Wache. Musste ich bereits feststellen. Ah, da, ganz hinten. Schau mal, der wird mir immer noch nicht angezeigt. Ich versuch's mal. So. Ein Mensch. Glauben Sie, es gibt nicht zweimal? Die klingt sehr nah. Das ist doch das Büro, oder? Von... Komm mal her. Ah. Was hier für hässliche Bilder hängen überall. Sowas würde ich mir niemals aufhängen. So, hier haben wir irgendwo eine Rune. Ich hör's. Knochenartefakt. Splitterbolzen. Mal schauen, was das kann. Klingt so, als würde ich es nicht brauchen können. Splitterbolzen? Wo ist es? Hä, wo ist es denn? War es kein normales Artefakt? Oh, es ist ein dunkles. Deine Bolzen verursachen mehr Schaden, aber Bolzen zerbrechen beim Aufprall. Ja, interessiert mich in Feuchten. So wie ich mir gedacht habe. Haben wir sonst noch irgendwo ein Artefakt? Wir haben alles, ne? Nur noch die Rune unten im Safe. Ansonsten habe ich alles eingesammelt, so wie es scheint. Okay, das waren Delilah Copperspoons Gemächer also. Interessant. Ganz schön große Gemächer. Was ist das für ein Raum? Boah, das war widerlich. Das waren keine blaukäferigen Hexenfische. Ja, Flusskriecher. Okay, das wird das Büro sein. Das Büro des Herzogs. Da steht tatsächlich ein Roboter in der Ecke. Ey, wie soll ich denn da durchkommen, bitte? Da ist ein Diener, ein Roboter und eine Wache. Hallo, wie soll das gehen? Sie sagen, dass was nicht stimmt. Ich keine ruhige Minute. Sie liegen ganz mal gucken, falsch. Ob ich den ausschalten kann. Das letzte Mal im Monat des Eises frei. Ich brauche dringend wieder einen Tag für mich selbst.
So, damit hätten wir die Wache ausgeschaltet. Ist das Ding noch inaktiv? Der steht da noch an der Ecke. Okay. Noch. Tinktur, die nehme ich gern mit. Wenn ich das aufschlage, dann wird der doch bestimmt wach, oder? Ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber. Oh. Das macht mir voll Angst, dass da einfach dieser Roboter im Raum steht. Ich habe Angst, hier irgendwas zu berühren oder zu benutzen. So, hier müsste aber doch jetzt eigentlich das Schreiben sein, oder? Für den Tresor, für die Tresorkombination. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Sir, Ihre letzte Antwort hat uns verwirrt. Diese Wiedergabe gibt eine falsche Ordnung. Er war erbost. Ich soll mich erkundigen, wie Sie vorankommen. Ich war mit einem der Mädchen spazieren. Wir haben im Park Käfer gefunden. Mit grünen Panzern. Ich verstehe nicht, Mr. Jindosh. Konnten Sie mit Anton Sokolovs Hilfe die Kosten der mechanischen Soldaten senken? Der Herzog erwartet auf Grundlage Ihrer Schätzung eine Kostensenkung um 80-90%. Ein paar habe ich in ein Glas getan. Ich habe ihre Beine ausgerissen. Sehr interessant. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Großerfinder alles bekommen haben, was Sie wollten. Aber dafür müssen Sie Termine einhalten, Fortschritte vorweisen. Moment! Jetzt weiß ich endlich, wovon Sie die ganze Zeit reden. Wiedereinleitung des Grafikers. Ja. Exzellent. Was soll ich dem Herzog also sagen? Ich hatte Besuch, glaube ich. Vielleicht wegen Sokolov. Ich erinnere mich nur schwach. Anton war keine Hilfe. Aber ich war kurz davor. Der Differenzmotor ist in Kupfer eingraviert. Entlang der konkaven Oberfläche des inneren Kopfmechanismus. Moment, ich... Ich kann nicht. Das ist weg. Die Käfer von heute. Ich werde ihnen Namen geben. Es ist zwecklos. Was sage ich nur, Herzog Luca? Ja, das war schon nach unserem Besuch. Aber wo ist das Schreiben? Wo ist die Safe-Kombination? Die muss hier irgendwo sein. Ah, Tresor des ersten Hauptmanns. 247. Als ich so 247. Aber sollte die Kombination nicht einfach sein? 247 ist jetzt für mich eine ganz normale dreistellige Kombination. Neue Diagnoseschleife. Mein Name auf ihren Lippen. Und eine Edermeier-Tinktur. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann können wir jetzt runtergehen zur letzten Rune. Lasst mich mal gerade überlegen, wie mache ich das am besten? Das habe ich vergessen eben. Am einfachsten wäre es ja auf dem Weg, auf dem ich auch gekommen bin, ne? Das wäre ja hier und hier rum. Und dann dort unten durch das kleine Fenster. Das war irgendwo hier. Genau, irgendwo hier. So.
So, das war 247. Haha! Super! Und wieder neue Runen. Wie viele Runen habe ich denn? 2? Ah, für Domino bräuchte ich 3. Das verstehe ich nicht mit den Betäubungsbolzen. Ich habe doch Domino auf die beiden aus... Oder muss ich dann beide anvisieren? Keine Ahnung. So, jetzt kommt der schwierigste Teil, glaube ich. Und zwar muss ich jetzt den echten Herzog holen aus seinem Garten und irgendwie dort oben hinschaffen. Kann ich mit dem auch teleportieren? Das weiß ich gerade gar nicht. Also diesen Sprung machen. Wenn ja, dann glaube ich, wird es gar nicht so schwer. Wenn nein, dann weiß ich gar nicht, welchen Weg ich gehen muss. Okay, da haben wir noch so einen blöden Roboter. Unten die beiden Wachen leben ja auch noch, ne? Die habe ich ja auch leben lassen. Die da den Herzog bewacht haben. Ursprünglich, bevor er sie weggeschickt hat. Ja, die chillen da noch. Autsch. Was? Was denn? Da liegt er. So, den brauche ich. Mit einem Chronowandler wüsste ich's. Ich rate einfach mal. 3 Stunden? Ja, irgendwas um den Dreh. So, und jetzt muss ich irgendwie mit dem da hochkommen. Das wird eine Aktion. Ich muss mal gucken, ob ich den Sprung machen kann mit ihm. Ja, das geht sogar. Irgendjemand hat sich gerade zwar erschrocken. Riecht nach Pisse. Okay, wenn das geht, sollte es eigentlich kein Problem sein, ihn oben abzuliefern. Ich lasse aber lieber die mechanische Wache da nochmal kurz antapsen. Okay. Und hier hoch. Ja, jetzt kann ich ja eigentlich über den Balkon. Ich habe ja oben alles aufgemacht. So. Und noch einen höher. Und noch einen höher. Und da sind wir. Das ging ja doch besser als gedacht. Ich hätte gedacht, das wird jetzt eine richtige Aktion. Weil ich nicht springen kann, dachte ich. Aber es klappt ja bestens. Ich versteck mich. Das war's. Jetzt liegt es an mir. Ich hole mir das Medaillon und rufe sie. Ich werde alle beobachten. Viel Erfolg. Keine Sorge. Ich habe das Arschloch jahrelang imitiert. Das Medaillon. Voll der Beweis. Hauptmann Almeida, kommen Sie sofort in meine Gemächer. Es gibt ein Problem. Schnell, verstecken Sie sich da oben. Ja, Hauptmann. Bitte nehmen Sie ihn fest, diesen Clown. Er hat seine Rolle zu ernst genommen. Ich sagte, Hände weg! Armer Mann. Er hat mir viele Jahre gut gedient. Wir werden keinen finden, der mir so ähnlich sieht.
Bringen Sie ihn weg, Hauptmann, aber behutsam. Ich verstehe, Eure Eminenz. Wir kümmern uns darum. Was? Unerhört! Ich lasse Ihnen lebendig die Haut abziehen und Sie werden in Salz baden. Wenn wir nur was für ihn tun könnten. Ich glaube, die vielen Jahre, die er sich für mich ausgegeben hat, forderten am Ende ihren Tribut. Nein, aufhören! Ich bin der Herzog von Zerkonos. Das können Sie nicht tun! Dr. Hypatia im Aldermeyer wird wissen, was sie machen muss. Und der nächste Gast fürs Aldermeyer. Für Arbeitsplätze ist auf jeden Fall gesorgt. Alles klar. Das Ziel habe ich schon mal erfüllt. Aber es gibt ja noch eine Menge andere Sachen zu tun. Fällt mir jetzt erst wieder ein. Stimmt. Wir müssen uns ja gar nicht nur um den Herzog kümmern. Wir müssen ja auch noch zum Tresor. Und dafür müssen wir natürlich hier zum versteckten Zugang, glaube ich. Wir hatten uns ja schon mal einen Weg gesucht zum Tresor. Da waren wir... Warte mal, ich habe den Tresorschlüssel ja jetzt. Ich kann ja... Oder, warte mal, habe ich die Tresorkombination? Die Tresorkombination habe ich doch, oder? Tresorschlüssel. Der Herzog hat den Schlüssel. Den müsste ich haben vom Herzog. Müsste ich haben. Das heißt, ich kann eigentlich auf dem Geheimweg. Genau, ich weiß sogar noch, wo der ist. Können wir das nächste Mal dann den Tresor betreten und da werden wir uns dann die Seele schnappen von Delilah. Leute, es wird richtig spannend. Es geht langsam dem Finale entgegen, denke ich. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid hier bei Dishonored 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Shot.